Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier oben am Stream und an den Mautautomaten. Morgen darf Bundesstillstandsminister Dobrindt im Bundestag sein Etat verteidigen. Ein Etat, der bei tatsächlicher Umsetzung der Pkw-Mautpläne auf Jahre hinweg für die anstehenden Aufgaben absolut unzureichend sein dürfte. Es kann nicht im Sinne der Länder sein, die Funktionsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit der Infrastruktur und damit unsere zukünftige gesellschaftliche und wirtschaftliche Stärke einer verantwortungslosen Stillstandspolitik und einem CSU-Wahlkampfgag zu opfern. Ein Küchentisch, wie ihn Ministerpräsidentin Kraft letztens im Wahlkampf in Sachsen besuchte, reicht der CSU natürlich nicht. Nein, es muss schon die komplette infrastrukturelle Einrichtung der Bundesrepublik in Beschlag genommen werden. Doch das ist unsere Einrichtung hier in NRW. Darum werden wir heute aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen und heute Nachmittag aus Schleswig-Holstein ein Signal Richtung Berlin senden. Schluss mit der Dobrindt-Maut und Schluss mit dieser bundesweiten City-Maut. Wir haben diesbezüglich in NRW vier Probleme, gegen die es zu kämpfen gilt. Problem Nummer eins, die Dobrindt-Maut an sich und ihre Auswirkungen auf NRW. Problem Nummer zwei, oder auch angesprochen, die Unterfinanzierung der Infrastruktur. Drittes Problem, das ist sehr wichtig, wenn man das lösen möchte, die Infrastrukturfinanzierung ist veraltet und folgt jahrzehntealten Konzepten. Wir brauchen den Mut und den politischen Willen für neue Konzepte. Und viertens, die Dobrindt-Maut wirkt wie klebrige Abdeckfarbe und übertüncht all diese anderen Probleme. Solange wir in dieser schrecklichen Debatte feststecken und erst recht, wenn sie dann tatsächlich eingeführt würde, blockiert die Dobrindt-Maut wirklich sinnvolle und effektive Infrastrukturfinanzierungskonzepte. Sie ist im Grunde ein Placebo für eine aber eigentlich viel zu ernsthafte Krankheit. Die Dobrindt-Maut hat uns bereits jetzt in einer bedeutenden Debatte um die Zukunft der Verkehrsinfrastruktur um Jahre zurückgeworfen. Es droht uns eine Maut, die ins und eine Sackgasse, eine Maut, die uns eine Sackgasse führt, aus der wir nicht mehr so einfach herauskommen werden. Wenn es das Ziel der Dobrindt-Maut denn wäre, Innovationen in der Verkehrspolitik dauerhaft zu blockieren und sich dann billig auf bayerischen Autobahnen auszuruhen, ja, dann wäre sie ein Geniestreich. Dann ja, von einem Ministerium für Stillstand und rückwärtsgewandte Ex-Infrastruktur. Die Debatte müssen wir hier dennoch führen, weil wir uns in NRW wehren müssen. Und dazu ist der schwarz-gelbe Antrag sehr gut geeignet. Er konzentriert sich ganz auf dieses erste von mir genannte Problem. Wir Piraten ergänzen die Argumentation im Schlussteil in unserem Entschließungsantrag um die ÖPP-Gefahr und sprechen vor allem die Entmündigung des Landes NRW bei der Dobrindt-Maut an. Der Stillstandsminister Dobrindt will die Maut für alle Straßen. Das wäre die Einführung einer bundesweiten City-Maut. Bei Verkehrsminister Ramsau hieß es noch, City-Maut sei Ländersache, und da hatte er einmal verdammt recht mit. Stillstandsminister Dobrindt hingegen will also unsere Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen bewirtschaften, und zwar für einen Spottpreis. Und NRW darf dann auch noch darum betteln, Herr Minister, ein paar Cent abzubekommen. Plötzlich hätten wir also eine bundesweite City-Maut ohne Steuerungsfunktion, Herr Klocke hat es angesprochen, und ohne Lenkungswirkung, ohne Sinn und Verstand und völlig ohne Einnahmen. So eine Dummheit können wir in NRW nicht zulassen. Nicht einmal zu Karneval. Und natürlich drohen NRW nicht nur in den Grenzregionen völlig unnötig erhebliche wirtschaftliche und politische Schäden. Die europäischen Nachbarn sind zutiefst befremdet vom deutschen Mautvorstoß. Eine faire, dem geltenden Grundsatz der Nichtdiskriminierung genügende Ausgestaltung der Maut ist für unsere Nachbarstaaten kaum vorstellbar. Da kann Sigmar Gabriel sagen, was er will. Einige Länder haben bereits angekündigt, das Thema im Herbst auf Ministerratsebene anzusprechen und ihrem Ärger dort Luft zu machen. Auch die Pläne des Bundesfinanzministers Schäuble bedrohen NRW. Das müssen wir hier kurz ansprechen, denn wir wissen, zumindest Herr Ott, Herr Klocke und ich wissen das, dass ÖPP-Projekte unwirtschaftlich sind und die Kapitalkosten damit insgesamt steigen.
Wir wissen, dass private Renditeerwartungen nicht unsere Infrastrukturprobleme lösen, und auch das dürfen wir uns nicht aufdrücken lassen. Eine umfangreiche Pkw-Maut mit Privatisierungsplänen zu verknüpfen, ist wenig weitsichtig. Mit solchen Tricks werden lediglich der offizielle Haushalt inklusive der demokratischen Kontrolle und damit die Schuldenbremse umgangen, und ein ernsthafter Umgang mit so etwas wie einer Schuldenbremse ist das nicht. Herr Klocke, die Problemfelder 2 und 3 können wir heute nicht vollständig abhandeln. Der rot-grüne Antrag versucht da eine Zusammenfassung des Regierungsprogramms. Und naja, gut, die Ausweitung der Lkw-Maut brächte übrigens ebenfalls große Probleme mit sich. Ansonsten klingt die Zusammenfassung manchmal gut, aber ich weiß leider, dass sehr viel heiße Luft da drin steckt, und dem kann ich dann doch nicht zustimmen. Sie kennen ja unsere Position. Wir möchten die Systemfehler der Verkehrspolitik korrigieren, die uns in diese ernsthafte Lage überhaupt erst gebracht haben, sodass wir nicht mal mehr das Geld für den Erhalt der Strukturen haben. Jetzt gilt kein Weiter-so mehr. Wir brauchen nicht nur eine Verkehrswende, um unseren sozialen und klimapolitischen Zielen gerecht zu werden. Wir brauchen die Verkehrswende aus finanzieller Notwendigkeit heraus. Und zwar je schneller wir dabei handeln, desto weniger wird sie uns kosten. Und nicht bezahlbar ist nur keine Verkehrswende. Die Gelegenheit ist da. Wir erleben derzeit große Innovationen im Verkehrsbereich, Innovationen, die lange Zeit entfernte Visionen zu sein schienen. Und lassen Sie uns doch diese Notwendigkeiten und Gelegenheiten mitnehmen, wenn wir über eine neue Verkehrspolitik und die Schwierigkeiten der Finanzierung der Infrastruktur sprechen. Denn es gäbe so viele Lösungen. Und wenn es etwas Bewährtes sein darf, eine höhere Kraftstoffabgabe wäre einfacher, weniger aufwendig, dadurch billiger, schneller, hätte eine attraktive Lenkungswirkung und wäre steuerungstechnisch nachhaltiger und deutlich eleganter als jede Maut. Stattdessen haben wir jetzt einen Dobrindt-Vorschlag, der keine erkennbaren Funktionen hat, weder innovativ ist, noch Komponenten irgendwie intelligent zusammenbringt. Mit 1000 Konstruktionsfehlern. Lkw dürfen mautfrei durch Dörfer brettern, während Pkw die City-Maut zahlen, und Fahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen bezahlen erstmal gar nicht, und Dieselfahrzeuge zahlen mehr. Alles irgendwie total unausgegoren. Und dass inländische Bürgerinnen und Bürger dann nicht mehr belastet werden, endet auch spätestens dann, wenn sie in Belgien, Niederlanden oder Dänemark zahlen müssen. Und außerdem ist jeder ehemalige Kfz-Steuer-Euro in die Verwaltung dieses Bürokratiemonsters ein Euro, der garantiert nicht in die Verkehrsinfrastruktur fließt. Dann gibt es gleich mehrere Berechnungen, die zu dem Ergebnis kommen, die Dobrindt-Maut würde selbst für den Betreiber zum Minusgeschäft. Weniger Einnahmen statt mehr. Das kenne ich doch aus dem Bundeskoalitionsvertrag, bei dem aus den 5 Milliarden zusätzlich für die Infrastruktur nachgerechnet schnell 1,7 Milliarden weniger werden. Und ich komme mit einem Appell an Minister Groschek zum Schluss. Ich möchte nicht, dass Sie wie Sigmar Gabriel abwarten, bis die CDU die Maut auseinandernimmt. Ich möchte nicht, dass wir abwarten, bis die EU die Mautpläne kippt. Ich möchte, dass alle Bundesländer die zahlreichen Konstruktionsfehler aufdecken, auf den Tisch legen und wir gemeinsam in Deutschland die Dobrindt-Maut in ihrer Unzulänglichkeit wegen implodieren lassen. Vielen Dank. Vielen Dank.